Herzlich willkommen zur Vorlesung über Markov-Prozesse. Die heutige Vorlesung wird sich um Grundbegriffe drehen, und zwar im Wesentlichen um die Begriffe von stochastischer Prozess, Filtration und Stoppzeit. Viele dieser Begriffe haben Sie in vorgehenden Vorlesungen schon kennengelernt. Ich möchte sie dennoch wiederholen, um ein Fundament zu legen für die weiteren aufbauenden Themen. Schauen wir uns das jetzt im Detail an. Wir werden in der Vorlesung immer annehmen, dass Omega FP ein Wahrscheinlichkeitsraum ist. Weiterhin brauchen wir einen messbaren Raum, Omega, und dieses kalligraphische I. Falls der Raum I ein metrischer Raum ist, so gibt es eine kanonische Wahl für die Sigma-Algebra E, nämlich die, die von der offenen Menge erzeugt wird, spricht die Borel-Sigma-Algebra. Auf dem messbaren Raum Omega F wollen wir eine weitere Struktur einführen, nämlich die der Filtration. Hierbei handelt es sich um eine Familie von Sigma-Algebren, die die folgenden Eigenschaften haben. Erstens, sie soll nicht fallend sein. Das bedeutet, für S kleiner gleich T gilt, dass die Sigma-Algebra FS in FT enthalten ist. Weiterhin soll diese Familie, dabei soll es sich um Subsigma-Algebren von F halten, sprich FS und FT sind in F enthalten. Weiterhin definieren wir die Sigma-Algebra F unendlich als diejenige kleinste Sigma-Algebra, die von der Vereinigung aller FR erzeugt wird. Gegeben das Triple bestehend aus diesem messbaren Raum Omega F und der Filtration, dieses Triple nennen wir einen filtrierten, messbaren Raum. Falls zudem ein Wahrscheinlichkeitsmaß gegeben ist, so reden wir über einen filtrierten Wahrscheinlichkeitsraum. Jetzt wollen wir damit ein bisschen rumspielen. Und zwar auf diesem messbaren Raum Omega F betrachten wir jetzt eine Filtration FT. Und jetzt gucken wir uns das Folgende an. Für jeden Zeitpunkt T bilden wir den Durchschnitt über alle Sigma-Algebren zum Zeitpunkt t plus Epsilon. Wir gucken sozusagen nicht nur bis zum Zeitpunkt t, also wir haben nicht nur alle Informationen bis zum Zeitpunkt t, sondern bis zum Zeitpunkt t plus Epsilon. Wir bilden über alle Epsilon den Durchschnitt. Aus der Maßtheorie wissen Sie bereits, dass das wiederum eine Sigma-Algebra ist. Und diese Sigma-Algebra bezeichnen wir mit ft plus. Oder halt auch alternativ als f plus t. Wovon Sie sich jetzt leicht überzeugen können, ist, dass die Familie f plus t ebenfalls eine Filtration ist. Um das einzusehen, nehmen wir einmal an, dass s strikt kleiner ist als t. Wir wollen zeigen, dass fs plus enthalten ist in ft plus. Wenn aber s strikt kleiner ist als t, finden wir ein Epsilon, sodass fs plus Epsilon strikt kleiner ist als t. Und das genügt, um zu schließen, dass f plus s in der Sigma-Algebra f plus t enthalten ist. Die zweite Beobachtung ist, dass wenn man zweimal diesen Plus-Operator anwendet, sprich f plus plus an betrachtet, ergibt sich auch wieder die Sigma-Algebra F plus. Man gewinnt sozusagen nichts weiteres. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, ist die Sigma-Algebra F plus T gleich oder im Allgemeinen verschieden von FT? Und das zeigt sich, dass sie im Allgemeinen verschieden ist von FT, wie das folgende Beispiel zeigt. Also als messbaren Raum nehmen wir hier die Menge 1, 2 zusammen mit der Potenzmenge. Und dann definieren wir uns folgende Sigma-Algebren. Also F0 besteht aus der leeren Menge und dem ganzen Raum. Und alle FTs für t strikt größer als 0 bestehen aus den Potenzmengen. Offensichtlich handelt es sich bei dieser Familie um eine Filtration, weil fs ist enthalten in ft für jedes s kleiner gleich t.
Wenn wir uns jetzt aber angucken, was passiert eigentlich, wenn wir t gleich 0 wählen und den Durchschnitt bilden über alle Epsilon größer als 0, dann sehen wir, diese Sigma-Algebraen sind immer die Potenzmengen. Das heißt, der Durchschnitt ist die Potenzmenge und Sie sehen hier sehr einfach, dass das verschieden ist von F0. Das heißt, in dem Beispiel ist F0 plus verschieden von F0. Das führt uns sozusagen jetzt zu dem nächsten Begriff, nämlich der rechtsstetigen Filtration. Wir wollen eine Filtration rechtsstetig nennen, falls gerade gilt, dass ft gleich ft plus ist für alle t größer gleich 0. Hier eine kleine Aufgabe. Überlegen Sie sich, wie Sie eine linksstetige Filtration definieren würden. Den nächsten Begriff, den wir hier einführen möchten, ist den der üblichen Bedingungen. Wir nennen eine Filtration den üblichen Bedingungen genügend, falls gilt, dass diese Filtration rechtsstetig ist und als zusätzliche Eigenschaft, dass F0 jede P0-Menge enthält. Und Sie sehen, dass man sich aus einem filtrierten Wahrscheinlichkeitsraum sehr leicht einen filtrierten Wahrscheinlichkeitsraum bauen kann, der den üblichen Bedingungen genügt. Und das geschieht einfach durch Augmentierung. Das heißt, wir betrachten die oder bezeichnen mit kalligraphischen n die Menge aller P0-Mengen und dann setzen wir einfach ft vereinigt mit n. Offensichtlich enthält dieses Mengensystem alle P0-Mengen. Allerdings ist es im Allgemeinen keine Sigma-Algebra, also nehmen wir dies als Erzeuger einer Sigma-Algebra und das ist dann die Sigma-Algebra F'T. Jetzt kann man leicht sehen, dass dieses Mengensystem, also diese Familie F'T, wieder eine Filtration ist und damit haben wir sozusagen, und diese Filtration genügt dann den gewöhnlichen Bedingungen. Wozu das Ganze? Wir brauchen es, um die Begriffe von optionaler Zeit und Stoppzeit einzuführen. Betrachte dazu also eine Abbildung t, die von Omega nach 0 unendlich geht. Unendlich ist hier zugelassen und diese Abbildung sei f messbar. Und dann diese Abbildung nennen wir eine zufällige Zeit. Und eine optionale Zeit oder ft-optionale Zeit ist dann gegeben, wenn gilt, dass das Ereignis, das t kleiner gleich klein t, enthalten ist in der Sigma-Algebra f plus t und das soll gelten für alle t größer gleich 0. Und der Unterschied zu einer ft-Stoppzeit oder einfach nur Stoppzeit ist die, dass das Ereignis, dass die zufällige Zeit kleiner gleich t ist, hier in der Sigma-Algebra ft enthalten sein muss. Also der Unterschied ist sozusagen nur das Plus in gewisser Weise. Die optionale Zeit heißt manchmal auch schwache Stoppzeit und die hier definierte Stoppzeit auch starke Stoppzeit. Und im Folgenden werde ich diese Vorsilbe ft, optionale Zeit oder ft-Stoppzeit weglassen, wenn klar ist, um welche Sigma-Algebra bzw. um welche Filtration es sich handelt. Hier nur ein paar kleine Bemerkungen. Also offensichtlich gilt ja, dass ft enthalten ist in ft plus. Das heißt, dass jede Stoppzeit automatisch eine optionale Zeit ist. Das zweite ist, und hier ist jetzt die Definition der Rechtsstetigkeit nützlich, nämlich dass falls die Filtration ft rechtsstetig ist, so gilt auch, dass jede optionale Zeit eine Stoppzeit ist. Offensichtlich. Weiterhin können wir uns die Frage stellen, in welcher Sigma-Algebra liegt eigentlich das Ereignis, dass diese Stoppzeit gleich unendlich ist? Dieses Stoppzeit gleich unendlich können wir ja auch schreiben als das Komplement, dass die Stoppzeit endlich ist. Dass die Stoppzeit endlich ist, kann man auch ausdrücken als die Vereinigung über alle natürlichen Zahlen von den Ereignissen, dass die Stoppzeit hier kleiner gleich n ist, und dann nehmen wir das Komplement.
Was sehen wir hier? Dieses Ereignis liegt in Fn nach Definition oder nach Fn plus. Das heißt, wenn wir hier jetzt diese Vereinigung bilden und ausnutzen, dass wir Sub-Sigma-Algebraen haben, das heißt, dass Fn enthalten ist in Fm, wenn Fn kleiner ist als Fm. Das heißt, wir können hier auch sofort schließen, dass dieses Ereignis in F unendlich liegt. F unendlich ist eine Sigma-Algebra, das Komplement ist ja also auch in der F unendlich enthalten. Und damit haben wir gezeigt, dass dieses Ereignis in F unendlich liegt. Und das zeigt auch, warum wir diese Sigma-Algebra zusätzlich definiert haben. Der vierte Punkt ist, das folgende, falls t eine optionale Zeit ist und wir jetzt ein deterministisches Epsilon drauf addieren, hier ist eine kleine Bemerkung, jede konstante Zeit ist natürlich auch eine Stoppzeit, dann handelt es sich bei dieser neuen zufälligen Zeit um eine Stoppzeit. Und Sie können sich gerne überlegen, wie das Argument hier sauber funktioniert. Und jetzt kann man natürlich auch fragen, sind eigentlich alle optionalen Zeiten Stoppzeiten? Und die Antwort ist hier im Allgemeinen nein, wie das folgende kleine Beispiel zeigen soll. Wir nehmen wieder den gleichen Wahrscheinlichkeits- oder messbaren Raum wie im Beispiel 1, nämlich die Menge 1, 2 und die zugehörige Potenzmenge. Wir definieren, wie zuvor auch, F0 als die Sigma-Algebra, die nur aus der leeren Menge und dem ganzen Raum besteht, und Ft als die Potenzmenge, falls t strikt größer ist als 0. Und dann betrachten wir die folgende Abbildung von Omega nach 0 unendlich, die wie folgt definiert ist, und zwar wir bilden Omega ab auf unendlich mal der Indikatorfunktion von der 2. Das heißt, wenn Omega, kann ich nur zwei Werte einnehmen, 1 und 2. Wenn Omega den Wert 1 annimmt, ist t von Omega gerade 0. Und wenn Omega den Wert 2 annimmt, ist t von Omega gerade unendlich. Also diese zufällige Zeit nimmt nun die Werte an 0 oder unendlich. Na, und dann gilt aber, dass diese zufällige Zeit kleiner ist als t für jedes endliche t. Das ist natürlich das Event, einfach nur, dass die 1 vorkommt. Weil wir haben ja gesehen, dass t von 2 gerade unendlich ist. Dieses Ereignis liegt natürlich in Ft plus für jedes t größer gleich 0 nach Konstruktion. Was wir jetzt aber gesehen haben, ist... oder was wir hier auch deutlich sehen, ist, dass das Ereignis, dass t kleiner gleich 0, sprich t gleich 0 ist, ist ja gerade das Ereignis, dass Omega 1 ist. Das Omega 1 ist aber nicht in der Sigma-Algebra in F0 enthalten. Weil diese Sigma-Algebra besteht ja nur auf der leeren Menge und dem ganzen Raum. Das heißt, wir brauchen sozusagen eine zusätzliche Eigenschaft, die uns erlaubt zu schließen, dass eine optionale Zeit eine Stoppzeit ist. Im Allgemeinen ist es halt nicht so, wir brauchen zusätzliche Annahmen. Bevor wir sozusagen in die Richtung weitergehen, möchte ich eine weitere Charakterisierung der optionalen Zeit angeben. Die geht wie folgt. Eine zufällige Zeit t ist genau dann eine optionale Zeit, wenn das folgende gilt, nämlich wenn das Ereignis, das die zufällige Zeit strikt kleiner als t, in der Sigma-Algebra Ft liegt. Und das soll gelten für alle t größer gleich 0. Wir müssen hier also zwei Richtungen zeigen. Nehmen wir zunächst an, dass t eine optionale Zeit ist. Dann gilt auch das folgende. Zunächst einmal, dass für klein t gleich 0 das Ereignis t ist strikt kleiner als 0
Per Konstruktion wissen wir, dass die zufälligen Zeiten Werte größer gleich 0 annehmen. Das heißt, dieses Ereignis kann nicht eintreten. Das heißt, es ist die leere Menge und die liegt per Konstruktion in der Sigma-Algebra F0. Und weiterhin gilt, dass ich dieses Ereignis, das die zufällige Zeit strikt kleiner ist als t, das kann ich auch schreiben als die Vereinigung über alle n, sodass die zufällige Zeit t kleiner gleich t minus 1 durch n liegt. Und hier bilde ich die Vereinigung über alle natürlichen Zahlen. Was sehen wir hier? Nach Voraussetzung ist t ja eine optionale Zeit. Das heißt, dieses Ereignis liegt in der Sigma-Algebra f plus t minus 1 durch n. Und das ist natürlich enthalten in der Sigma-Algebra ft. Das heißt, wir haben hier eine Vereinigung von Ereignissen, die in der Sigma-Algebra ft liegen. Und das ist eine abzählbare Vereinigung, sprich, wir haben gezeigt, dass dieses Ereignis in ft liegt. Das gilt jetzt hier für jedes t strikt größer als 0. Damit haben wir die eine Richtung gezeigt und diese Aussage bekommen. Gehen wir die andere Richtung. Also wir nehmen jetzt an, dass diese Aussage gilt für alle t größer gleich 0. Und hier ist jetzt die Aufgabe, nachzuweisen, dass dieses Ereignis in der Sigma-Algebra ft plus liegt. Jetzt können wir aber dieses Ereignis auch darstellen als den Durchschnitt über alle n, sodass die zufällige Zeit strikt kleiner ist als t plus 1 durch n. Wir geben uns sozusagen ein klein bisschen Raum. Nach Voraussetzung wissen wir, dass dieses Ereignis in der Sigma-Algebra ft plus 1 durch n liegt. Und dadurch, dass wir noch den Durchschnitt wählen, ist das ja quasi die Definition von ft plus. Damit ist der Beweis erbracht. Was schließen wir jetzt oder was sehen wir, können wir aus diesem Lemma 1 schließen? Für eine Stoppzeit wissen wir ja, dass per Definition die Stoppzeit kleiner gleich t in der Sigma-Algebra ft liegt. Was wir gesehen haben, dass für eine optionale Zeit es auch gilt, dass zusätzlich gilt oder auch gilt, dass ft strikt kleiner als t in der Sigma-Algebra ft liegt. Das heißt, dieser Schnitt liegt in ft und dieser Schnitt ist aber nichts weiter als die Aussage, dass die Stoppzeit gleich den Wert t annimmt. Und was man sich jetzt hier fragen kann ist, aha, wir haben hier ist das eine Charakterisierung für eine Stoppzeit? Sprich, wir haben gesehen, falls wir eine Stoppzeit haben, gilt, dass die zufällige Zeit gleich den Wert annimmt, ein Ereignis ist, das in dieser Sigma-Algebra ft liegt. Gilt die Umkehrung, sprich gilt es, dass wenn wir diese Aussage wissen, dass diese Stoppzeit in dieser oder dieses Ereignis in dieser Menge liegt, dass wir dann schon schließen können, dass es sich um eine Stoppzeit handeln muss. Und die Aussage hier ist, wie das folgende Beispiel zeigt, nee, ist nicht richtig. Und das Beispiel funktioniert jetzt hier wie folgt. Wir nehmen uns als messbaren Raum her das Einheitsintervall 0, 1 und mit der zugehörigen Borel-Sigma-Algebra. Und wir definieren uns hier folgende Filtration. Und zwar, wir gucken uns die einelementigen Mengen an, die den Wert bis zum Wert klein t. Und wir nehmen dieses Mengensystem als Erzeuger der Sigma-Algebra ft. Und dann, offensichtlich ist das erstmal eine Filtration. Und jetzt definieren wir uns eine messbare Abbildung groß T von Omega nach 0 unendlich einfach durch die Identitätsabbildung. Also Omega wird hier abgebildet wieder auf Omega. Dann gilt natürlich, dass dieses Ereignis, also die Menge aller Omega, sodass groß T von Omega gerade klein t ist, ist ja per Konstruktion nichts weiter als das Omega, was gerade klein t ist. Und zwar, das gilt aber nur für t, also kleine t's im Intervall 0, 1.
Andernfalls ist dieses Ereignis leer. Und in beiden Fällen können wir aber schließen, dass dieses Ereignis in der Menge, in der Sigma-Algebra Ft liegt. Warum? Naja, wenn klein t in diesem Intervall ist, sprich kleiner gleich 1 ist, dann wissen wir, das ist ein Element aus dem Erzeuger. Wohingegen, wenn t größer ist als 1, naja, die leere Menge ist immer in dieser Sigma-Algebra enthalten. Das heißt, diese Beobachtung hier ist erstmal erfüllt, also die Stoppzeit gleich dem Wert t an ist in dieser Sigma-Algebra Ft enthalten. Allerdings ist diese Abbildung groß T keine optionale Zeit. Warum? Da gucken wir uns doch einfach mal das Ereignis an, dass diese Abbildung groß T strikt kleiner ist als klein t. Welche Omegas kommen hier in Frage? Naja, es kommen alle Omegas in Frage, die in dem offenen, halboffenen Intervall 0 bis t liegen. Allerdings ist dieses halboffene Intervall kein Element der Sigma-Algebra Ft. Diese Sigma-Algebra Ft besteht ja nur aus den einelementigen Mengen, deren Komplementen und beliebigen abzählbaren Vereinigung und von diesen Mengen. Dieses halboffene Intervall ist da drin allerdings nicht enthalten, falls t natürlich in 0, 1 ist. Gut, sammeln wir jetzt nun noch ein paar weitere Eigenschaften von Stopp und optionalen Zeiten zusammen. Das ist die Aussage von dem folgenden Lemma. Wenn zwei Stoppzeiten S und T gegeben sind, so kann man, so zeigt sich, dass auch das Minimum dieser beiden Stoppzeiten wie auch das Maximum dieser beiden Stoppzeiten wiederum Stoppzeiten sind. Darüber hinaus gilt, dass wenn ich eine Folge von Stoppzeiten habe, dass auch das Supremum dieser Folge eine Stoppzeit ist. Das Infimum, für das Infimum brauche ich aber zusätzlich die Annahme, dass die Filtration rechtsstetig ist. Mit anderen Worten, a priori wissen wir halt nur, dass das Infimum dieser Folge von Stoppzeiten eine optionale Zeit ist und mit Hilfe der Rechtsstetigkeit können wir halt schließen, dass es eine Stoppzeit ist. Und ich überlasse Ihnen diesen Beweis zur Übung. Nachdem wir jetzt sozusagen uns mit Stopp und optionalen Zeiten beschäftigt haben, können wir uns natürlich auch das Mengensystem der sogenannten T-Vergangenheiten angucken. Das ist das folgende. Also betrachte eine zufällige Zeit T. Und dann bezeichne ich mit, oh, hier ist ein Plus verloren gegangen, mit Ft das folgende Mengensystem. Und zwar, ich nehme alle Ereignisse aus der Sigma-Algebra F her, die die folgende Eigenschaft hat, dass nämlich diese Menge A geschnitten mit dem Ereignis, dass Ft kleiner gleich T ist, in der Sigma-Algebra Ft enthalten ist für jedes T. Wohingegen dieses neue Mengensystem Ft, hier fehlt ein Plus, dadurch charakterisiert ist, dass hier dieses Ereignis, dass die zufällige Zeit kleiner gleich t, geschnitten mit der Menge a in Ft plus liegt. Das ist sozusagen, diese Sigma-Algebren enthalten jeweils alle Ereignisse der Vergangenheit dieser zufälligen Zeit t. Welche Fragen müssen wir uns jetzt an dieser Stelle stellen? Na gut, zum einen ist überhaupt, wenn t eine Stoppzeit ist, dann würden wir gerne noch mehr Aussagen über dieses Mengensystem ft in Erfahrung bringen. Insbesondere würden wir gerne wissen wollen, ob das sich hierbei um eine Sigma-Algebra handelt. Und wenn es sich um eine Sigma-Algebra handelt, dann ist es leicht zu schließen, dass
diese zufällige Zeit ft messbar ist. Dass das so ist, kann man leicht einsehen. Und zwar die erste Beobachtung ist, die Menge Omega ist per Definition in ft enthalten. Warum? Gehen wir kurz zurück. Wenn wir für die Menge A hier Omega einsetzen, sehen wir ja gerade, dass wir dann nur noch das Ereignis t kleiner gleich t enthalten. Da t aber angenommen war, eine Stoppzeit zu sein, wissen wir per Definition, dass es nft ist für jedes t. Und daraus folgt, dass Omega in f groß t ist. Gleiches gilt übrigens, wenn wir annehmen, dass t nur eine Stoppzeit ist, dann wissen wir auch, dass Omega in ft plus liegt. Die zweite Eigenschaft, die wir überprüfen müssen, ist nun das folgende, dass dieses Mengensystem stabil ist unter Komplementbildung. Das heißt, ich nehme mir ein Ereignis A aus dieser Sigma-Algebra Ft her und möchte zeigen, dass auch das Komplement in Ft liegt. Das heißt, für jedes klein t größer gleich 0 muss ich mir halt angucken, das Ereignis A-Komplement geschnitten mit t kleiner groß, also die zufällige Zeit kleiner gleich t. Ich behaupte nun, dieses Ereignis lässt sich auch folgendermaßen darstellen. Warum ist das so? Na gut, gucken wir uns das hier hinten mal an. Hier steht das Ereignis A geschnitten ft. Wenn ich die Komplementbildung nach dem Morgan'schen Regen ausführe, steht hier nichts weiter als A-Komplement vereinigt mit im Komplement dieses Ereignisses. Und wenn ich jetzt einfach nur die normalen Rechenregeln, Distributionsgesetze und Assoziationsgesetze ausführe, Distribution ist es nur, dann sehe ich, dass dieser erste Teil genau dieses Ereignis reproduziert, vereinigt mit einer leeren Menge. Weil dann habe ich dieses Ereignis geschnitten mit dem Komplement davon. Was sehe ich nun? Dieses Ereignis, das sich bei Groß T um eine Stoppzeit handelt, ist, ist ein Element in Ft, also Ft messbar. Dieses Ereignis ist nach Voraussetzung Ft messbar, damit ist es auch das Komplement Ft messbar. Das heißt, in der Tat liegt dieses Ereignis in der Sigma-Algebra Ft für jedes klein t größer gleich 0. Ergo ist A-Komplement ein Ereignis in f groß t. Die letzte Eigenschaft, die wir überprüfen müssen, ist, wie sieht es aus mit der Vereinigung von abzählbar vielen Elementen aus ft. Nehmen wir uns diese her und bezeichnen sie mit f1, f2 und so weiter und so fort. Was wir uns angucken wollen, ist jetzt die Vereinigung dieser a1. Wir wollen von denen zeigen, dass die wieder in der Sigma-Algebra f groß t liegen. Das heißt, wir nehmen uns jetzt ein kleines t her und schneiden dieses Ereignis mit dem Ereignis, dass die Stoppzeit kleiner gleich t ist. Und dieses können wir sofort umschreiben als die Vereinigung vom Durchschnitt der Menge an mit dem Ereignis, dass die Stoppzeit kleiner gleich t ist. Das ist nach Voraussetzung ein Element von Ft. Dadurch, dass es sich bei Ft um eine Sigma-Algebra handelt, sind auch die abzählbaren Vereinigungen ein Element von Ft. Und damit haben wir genau das gezeigt, was wir haben wollten. Eine Bemerkung dazu ist, wenn t nur eine optionale Zeit ist, dann kann man mit dem gleichen Argument zeigen, dass Ft plus eine Sigma-Algebra ist. Die zweite Bemerkung, die ich hier machen möchte, ist das folgende. Und zwar, falls diese zufällige Zeit deterministisch ist, sprich nur ein Wert T0 annimmt für alle Omega, so gilt, dass diese Sigma-Algebra F der T-Vergangenheit, also F groß T, gerade gleich der Sigma-Algebra Ft0 ist. Und das gleiche gilt auch mit F T plus. Sie dürfen sich gerne die Details mal mit dem Zettel und Stift klar machen. Das folgende Lemma
fasst jetzt Eigenschaften von diesen Sigma-Algebren der T-Vergangenheit zusammen. Und zwar wie folgt. Also ich nehme mir zwei Stoppzeiten S und T her. Und falls S kleiner gleich T, also punktweise kleiner gleich T ist, so gilt, dass die Sigma-Algebra Fs enthalten ist in der Sigma-Algebra Ft. Die zweite Aussage ist die, dass wenn ich ein Ereignis aus dieser S-Vergangenheit nehme, dass dann gilt, dass wenn ich dieses Ereignis A mit dem Event schneide, also mit dem Ereignis schneide, dass die Stoppzeit S kleiner gleich T ist, so habe ich damit ein Event erhalten, was in der Sigma-Algebra der T-Vergangenheit liegt. Und die dritte Aussage ist, dass wenn ich die Sigma-Algebra von dem Minimum der beiden Stoppzeiten betrachte, wir haben ja gesehen, das Minimum ist wieder eine Stoppzeit, das heißt, das Ganze ist auch eine Sigma-Algebra. Das ist also dann in dem Fall gegeben, diese Sigma-Algebra ist in dem Fall gegeben durch den Durchschnitt der beiden Sigma-Algebren. Auch in diesem Fall überlasse ich Ihnen die Details als kleine Übungsaufgabe. Ich möchte hier noch dieses Abschnitt über Stoppzeiten abschließen mit der folgenden kleinen Bemerkung. Und zwar, angenommen S ist nur eine optionale Zeit und T ist eine positive Stoppzeit mit der folgenden Eigenschaft, dass T größer gleich S ist und auf dem Ereignis, dass S endlich ist, sogar gilt, dass T strikt größer als S ist, dann gilt, dass die Sigma-Algebra der S-Vergangenheit, also SFS plus, enthalten ist in der Sigma-Algebra der T-Vergangenheit. Warum ist das so? Nehmen wir uns doch ein Ereignis aus dieser Sigma-Algebra FS plus her und ein kleines t größer als 0 und gucken wir uns doch mal an, dieses Ereignis, das A geschnitten mit dem Ereignis, dass die Stoppzeit kleiner gleich t ist. Dieses Ereignis können wir natürlich schneiden mit den beiden Ereignissen, dass die Stoppzeit oder die optionale Zeit s endlich ist oder unendlich ist. Das haben wir ist einmal hier geschehen. Und hier in dem Fall, dass die optionale Zeit endlich ist, wissen wir ja, dass S strikt kleiner ist als T. Mit anderen Worten, ich finde rationale Zahlen R mit der Eigenschaft, dass die optionale Zeit kleiner gleich R ist, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, dass die Stoppzeit T strikt größer als R ist. Und ich kann sozusagen die Vereinigung bilden über alle diese Ereignisse und charakterisiere damit die Aussage, dass S strikt kleiner ist als T. Was haben wir jetzt hier drin erhalten? Na gut, nach Voraussetzung wissen wir, da A ja aus dieser Sigma-Algebra der S-Vergangenheit kommt, dass dieses Ereignis, also a geschnitten mit s kleiner gleich r, in fr plus enthalten ist und fr plus, dadurch, dass r strikt kleiner ist als klein t, ist natürlich enthalten in der Sigma-Algebra ft auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wissen wir, dass dieses Ereignis per Konstruktion in ft liegt, weil t eine Stoppzeit ist. Das heißt, was wir hier schon mal gesehen haben, ist, dass dieses Ereignis hier ein Element in ft, in f klein t ist. Was wissen wir hier noch? Wir haben bereits gesehen, dass dass das Ereignis, dass s gleich unendlich ist, ist ein Element in f unendlich. Das heißt, dadurch, dass A aus dieser Sigma-Algebra kommt, wissen wir, dass das ein Element in F unendlich ist. Wir schneiden es mit einem
Event aus der Menge ft, dadurch, dass f t eine Familie ist, die die Eigenschaft hat, eine Filtration zu sein, wissen wir natürlich, dass dieser Durchschnitt gerade ft ist und damit folgt genau das Gewünschte. Gut. Nach dieser Übersicht von oder Zusammenfassung der Eigenschaften oder Rekapitulation der Eigenschaften von Stopp- und optionalen Zeiten wollen wir jetzt uns mit dem Begriff des stochastischen Prozesses auseinandersetzen. Und zwar unter einem Prozess auf dem messbaren Raum Omega F mit Werten in dem Zustandsraum E und diesem zugehörigen Sigma-Algebra kalligraphisch E, handelt es sich um eine Familie von E-wertigen Zufallsvariablen. Und das Groß X sei einfach hier jetzt eine Abkürzung für diese Familie. Und wenn wir ein festes Omega wählen, so nennen wir die Abbildung, die den Zeitpunkt auf den Wert des entsprechenden Elements aus der Familie abbildet, eine Trajektorie oder ein Pfad. Und falls wir sozusagen auf diesem messbaren Raum zudem mit einem Wahrscheinlichkeitsmaß ausstatten, dann bezeichnen wir diese Familie jetzt einen stochastischen Prozess. Hier möchte ich kurz noch anführen, was wir darunter verstehen wollen unter stetigen Prozessen. Ein Prozess X auf diesem messbaren Raum Omega F mit Werten in einem metrischen Raum E heißt rechts oder links stetig, falls die zugehörigen Pfade rechts oder links stetig sind. Sprich, falls für alle Omega in Omega gilt, dass diese Abbildung in T rechts bzw. links stetig ist. Stetige Prozesse sind eine Gruppe von Prozessen, die uns interessieren. Wir würden aber gerne sozusagen jenseits der stetigen Prozesse oder ein Stück weit außerhalb der stetigen Prozesse auch arbeiten wollen. Und zwar ganz beliebige Prozesse können wir nicht betrachten. Worauf wir uns zurückziehen wollen, ist die Menge dieser Cutluck-Prozesse. Was ist jetzt ein Cutluck-Prozess? Also wir nehmen wieder einen Prozess auf diesem messbaren Raum Omega F mit Werte in einem metrischen Raum her. Und dann heißt der Prozess Cutluck oder Right Continuous with Left Limits. Also Cutluck steht einfach für genau das französische Akronym dafür, sprich Continua ad rat, Limits a gauche. Falls das Folgende gilt, falls für jedes Omega in Omega gilt, dass dieser Pfad rechts stetig ist, sprich, wenn wir von S von oben gegen T konvergieren, dann gehen wir genau gegen den Wert von XT. Und auf der anderen Seite fordern wir, dass der linksseitige Grenzwert existiert und endlich ist. Und hier ist sozusagen ein typischer Pfad. Also wir haben hier, wenn wir von rechts kommen, haben wir hier den Wert von dem Prozess. Da kann ein Sprung stattfinden. Und von links existiert halt der Limes in endlicher Weise. Und hier ist ein kleines Beispiel für einen Prozess, der nicht rechtsstetig ist. Also wir nehmen uns einfach nur die reellen Zahlen und die Borel-Sigma-Algebra her als Zustandsraum und betrachten die folgende Abbildung. Und zwar, wir definieren xt Omega dadurch, dass wir sagen, das ist der Wert t minus 1 invers, also falls t kleiner als 1 ist. Und das gilt jetzt hier für alle t und alle Omega, sprich, dieser Pfad ist sogar unabhängig von Omega. Und was sehen wir an der Stelle 1, hat dieser Pfad einen Pol. Also der linksseitige Grenzwert existiert in dem Fall nicht in endlicher Weise. Also erst in dem Fall, wenn ich von unten komme, wäre er minus unendlich.
Gut, wir wollen, ich möchte eine zweite Sichtweise auf diese Prozesse einführen. Dazu möchte ich zunächst den Begriff der Produkt-Sigma-Algebra kurz wiederholen. Also mit diesem kalligraphischen E hoch das Tensorprodukt der Menge 0 bis unendlich. Damit wollen wir die Produkt-Sigma-Algebra auf diesem Produktraum E hoch 0 unendlich bezeichnen. Und es handelt sich hierbei um die kleinste Sigma-Algebra mit der Eigenschaft, dass sie sämtliche Projektionen enthält. Also dass sämtliche Projektionen messbar sind. Das heißt nichts weiter als sei Pi t die Abbildung von E von diesem Produktraum in den Raum E. Das ist sozusagen nichts weiter als ich nehme mir sozusagen ein Element aus diesem Produktraum her und bilde es ab auf den Wert an der Stelle t. In gewisser Weise, Sie können diesen Raum hier auffassen als den Raum aller möglichen Funktionen auf 0 unendlich mit Werten in E. Und dann ist das hier sozusagen nichts weiter als die entsprechende Abbildung zum Zeitpunkt t. Und wir fordern sozusagen für diese Sigma-Algebra, dass diese Projektionen halt messbar sind, sprich, dass die Urbilder in diesem Raum, also Urbilder aus dem Raum E, also ich nehme mir eine messbare Menge aus dem kalligraphischen E her, gucke mir das Urbild davon ab und das muss in dieser Menge liegen. Jetzt ist die Frage, was ist denn ein durchschnittsstabiler Erzeuger dieser Produkt-Sigma-Algebra? Und hierbei stellt sich heraus, dass diese gerade gegeben ist durch die Menge der Zylindermengen. Was ist jetzt eine Zylindermenge? Das ist im Prinzip das Folgende. Wir halten hier ein kleines n fest, wählen uns zu gegebenem kleinen n Zeitpunkte t1 bis tn in diesem Intervall 0 bis unendlich und wir betrachten Ereignisse a1 bis an in der Sigma-Algebra E. Und dann ist sozusagen diese Zylindermenge dadurch gegeben, dass ich mir alle möglichen x aus dem Produktraum angucke mit der Eigenschaft, dass zu dem Zeitpunkt t1 bis tn die Werte dieses Elements aus dem Produktraum gerade in den Mengen a1 bis an liegen. Das ist sozusagen das Mengensystem der Zylindermengen. Was sehen wir hier? Es genügt sozusagen aus, Elemente aus dem Produktraum nur an endlich vielen Zeitpunkten, an beliebig vielen, aber an endlich vielen Zeitpunkten zu kennen, um sozusagen das charakterisieren zu können. Hier eine kleine Proposition, die sozusagen die andere Sichtweise auf Prozesse deutlich macht. Also wir nehmen uns eine Familie von Abbildung von Omega nach R her. Und ich definiere mir mit Groß X die Abbildung von Omega in den Produktraum. Und zwar in folgender Art und Weise. Ich sage, dass X von Omega dadurch definiert ist, dass ich mir angucke, das entsprechende Element aus dieser Familie bei gegebenem Omega. Und dann gilt das Folgende, dass xt ist ein Prozess, mit anderen Worten, dass für jedes t die Abbildung von Omega nach e messbar ist, ist genau dann der Fall, falls diese Abbildung, die wir hier definiert haben, eine f und e-Tensor 0 unendlich messbare Abbildung ist. Das heißt, wir kriegen hier sozusagen diesen Zusammenhang, dass auf der einen Seite haben wir eine Familie von Abbildungen, von messbaren Abbildungen und auf der anderen Seite haben wir hier eine bezüglich der Produkt-Sigma-Algebra messbare Abbildung. Und Sie sehen, der Beweis, und den überlasse ich Ihnen hier auch als Übung, benutzt gerade dieses System der Zylindermengen, um diese Äquivalenz zu zeigen.
Gut, kommen wir zu dem Begriff der Verteilung. Sei x jetzt ein ewertiger stochastischer Prozess auf diesem Wahrscheinlichkeitsraum Omega Fp, dann bezeichnen wir mit dem Bildmaß die Verteilung oder Law von diesem Prozess x. Was wir sozusagen jetzt gerne untersuchen wollen, ist, wann stimmen zwei gegebene stochastische Prozesse überein? Das heißt, wir hätten gern irgendwie eine Aussage oder wir würden gern sagen wollen, dass x und y gleich sind, falls dies gilt für jedes t und für jedes Omega. Das Problem hierbei ist, dass dieses Ereignis, dass die beiden Prozesse gleich sind, im Allgemeinen nicht einmal messbar sein muss. Und das zeigt das folgende kleine Beispiel. Also wir nehmen uns wieder den messbaren Raum her, der wie folgt gegeben ist, und zwar aus der Menge 1, 2. Und diesmal ist einfach die Sigma-Algebra einfach nur die triviale Sigma-Algebra bestehend aus der leeren Menge und dem ganzen Raum. Und dann definiere ich die folgenden beiden Prozesse. Und zwar xt von 1 sei einfach konstant 1, xt von 2 einfach konstant 2 und yt von 1 ist gleich yt von 2 ist gleich 1. Das heißt, dieser zweite Prozess ist sogar unabhängig von Omega, während der erste Prozess erst ein ehrlicher Prozess ist. Und jetzt können wir uns ja angucken, für welche Omegas stimmen diese beiden Prozesse denn überein? Und da sehen wir, naja, das ist nur der Fall, wenn Omega gerade den Wert 1 annimmt. Das Problem ist, dieser Wert, diese einelementige Menge ist aber kein Element aus der Sigma-Algebra, die nur aus der leeren Menge und dem ganzen Raum besteht. Das heißt, dieses Ereignis ist nicht messbar bezüglich f. Kommen wir jetzt zur Klassifikation von zwei stochastischen Prozessen. Also wir geben uns zwei stochastische Prozesse auf einem Wahrscheinlichkeitsraum Omega Fp und dann haben die Prozesse x und y dann die gleichen endlichen dimensionalen Verteilungen, wenn das folgende gilt, wenn für jedes n und jedes n-Tupel von aufsteigenden reellen Zahlen t1 bis tn in unendlich und jedes Ereignis aus dieser einfachen Produkt-Sigma-Algebra gilt, dass der Prozess zum Zeitpunkt xt1 bis xtn, dass dieses Ereignis, dass das dieser Prozess in der Menge a liegt, dass die Wahrscheinlichkeit davon gleich ist dem der Wahrscheinlichkeit, dass der Prozess yt1 bis ytn in der Menge a liegt. Also hier gucken wir uns wirklich nur die Wahrscheinlichkeiten an, die wir vergleichen. Zwei Prozesse x und y heißen Modifikation oder Version voneinander, falls das folgende gilt, falls für jeden Zeitpunkt eine messbare Menge existiert, mit der Eigenschaft, dass das Maß davon verschwindet, also eine vernachlässigbare Menge, mit der Eigenschaft, dass das Ereignis, dass die beiden Prozesse nicht gleich sind, in dieser Menge n enthalten sind. Das heißt, wir haben ja gesehen, diese Menge muss nicht messbar sein, aber was wir hier nur fordern, ist, sie soll Teilmenge einer messbaren Menge sein, die verschwindendes Maß hat. Das ist der Begriff der Modifikation und der Begriff der Ununterscheidbarkeit sozusagen vertauscht jetzt nur die Quantoren. Und zwar zwei Prozesse x und y heißen ununterscheidbar, wenn es eine messbare Menge n gibt mit verschwindendem Maß, sodass das Ereignis, dass die beiden oder die Menge aller Omega, auf denen die beiden Prozesse nicht übereinstimmen, in der Menge n enthalten ist für alle t. Also sozusagen der Unterschied zur Modifikation ist sozusagen, diese Menge n kann t abhängig sein
Und hier haben wir eine t-unabhängige Menge. Ein paar Bemerkungen dazu. Offensichtlich impliziert Ununterscheidbarkeit von zweier Prozesse, dass die beiden Prozesse Modifikationen sind. Und dass die beiden Prozesse Modifikationen sind, impliziert, dass sie die gleichen endlich-dimensionalen Verteilungen haben. Die zweite Beobachtung ist das folgende. Wenn ich zwei Prozesse habe mit t aus einer Indexmenge i, also x t mit t aus i und y t mit t aus i, die Modifikationen voneinander sind und zusätzlich ist diese Indexmenge abzählbar, so folgt bereits, dass diese beiden Prozesse ununterscheidbar sind. Warum? Jetzt gehe ich mal kurz zurück. Was wir hier in der Definition sehen, hier haben wir ja schon festgestellt, dass diese messbare Menge n prinzipiell t-abhängig sein kann. Weiterhin wissen wir, dass diese Menge n halt eine Nullmenge ist. Und jetzt wissen wir auch, dass die absehbare Vereinigung von Nullmengen wieder eine Nullmenge ist. Und das nutzt gerade diese Aussage aus. Sie sehen auch, was das Problem ist. Im Allgemeinen, wenn ich eine überabzählbare Vereinigung von Nullmengen habe, dann ist das nicht mehr garantiert. Das heißt, es gilt sozusagen, im Allgemeinen wird die Umkehrung gleicher endlicher dimensionale Verteilung muss nicht implizieren, dass es Modifikationen sind und Modifikation heißt auch, impliziert auch nicht, dass es sich um ununterscheidbare Prozesse handelt. Und diese erste Umkehrung ist die oder ein Gegenbeispiel dafür ist die Aussage von dem folgenden kleinen Beispiel. Ich nehme wieder her als Wahrscheinlichkeitsraum den Raum der Elemente 1 und 2 zusammen mit der entsprechenden Potenzmenge. Ich definiere mir da drauf ein Wahrscheinlichkeitsmaß, nämlich das uniforme Maß, nämlich das ordnet dem Wert, oh, hier ist ein Typo, hier sollte ein halb stehen. Das ordnet nämlich dem Ereignis 1 den Werten halb zu und dem Ereignis 2 den Werten halb zu. Und jetzt definiere ich die folgenden beiden Prozesse, nämlich xt von 1 ist einfach 1, xt von 2 ist 2 und bei y ist es genau umgekehrt, yt von 1 ist 2, während yt von 2 1 ist. Und das soll gelten für alle t. Und dann kann man sich natürlich angucken, was ist die Menge aller Omegas, sodass die beiden verschieden sind. Und dann stellt man natürlich fest, naja, das ist der ganze Raum. Warum? Naja, wir sehen hier, wenn Omega 1 ist, dann ist xt von 1 1, während yt von 1 2 ist und umgekehrt. Aber es gilt, wenn ich jetzt mir angucke, ich nehme mir sozusagen Elemente a1 bis an her, die aus 1, 2 kommen und ich gucke mir an, was ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass xt1 gerade a1 ist, bis xtn gerade an ist. Dann stelle ich fest, oder kann ich leicht sehen, dass das gerade den Wert 1/2 annimmt, falls alle a's gleich sind und sonst 0 ist. Und das gleiche gilt aber auch für diesen Prozess y. Das heißt, wir sehen hier, diese beiden Prozesse haben die gleichen endlich-dimensionalen Verteilungen. Was das aber hier oben, was wir hier oben gesehen haben, ist, dass die beiden Prozesse aber nicht Modifikationen voneinander sind. Jetzt wollen wir ein Beispiel uns betrachten, das zeigt, dass auch Modifikationen voneinander nicht impliziert, dass es sich um ununterscheidbare Prozesse handelt. Und das Beispiel hier funktioniert wie folgt. Ich nehme mir eine positive Zufallsvariable t her auf dem Raum Omega fp und ich definiere mir für klein t größer als 0 und Omega in Omega den Prozess xt einfach dadurch, dass er konstant 0 ist,
während der Prozess yt nichts weiter ist als die Indikatorfunktion, dass dieses t von Omega, also diese positive Zufallsvariable, gerade in den Wert t annimmt. Das heißt, dieser Prozess yt ist 0 bis auf den Zeitpunkt, wo t gerade den Wert dieser Zufallsvariable hat. Und dann gucken wir uns jetzt an, was ergibt sich daraus für jedes t größer als 0. Wenn wir dieses Ereignis angucken, dass xt gleich yt ist, und davon die Wahrscheinlichkeit. Naja, diese Wahrscheinlichkeit ist nichts weiter als, oder dieses Ereignis ist nichts weiter als das Ereignis, dass diese Zufallsvariable gerade nicht den Wert t annimmt. Und jetzt nutzen wir aber aus, dass wir angenommen haben, dass die Zufallsvariable t eine stetige Verteilung hat. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass diese stetige Zufallsvariable einen festen Wert t annimmt, ist gerade 0. Das heißt, dieses Ereignis oder die Wahrscheinlichkeit von diesem Ereignis ist gerade 1. Das heißt, nichts weiter als, dass der Prozess x und der Prozess y Modifikationen voneinander sind. Allerdings sehen wir natürlich, dass das Ereignis, dass xt gleich yt für alle t, die Wahrscheinlichkeit von diesem Ereignis natürlich 0 ist. Warum? Naja, es gibt diesen Zeitpunkt t, wo diese beiden Prozesse, also dadurch, dass es ja für jedes t gelten soll, finden wir hier überhaupt kein Omega, sodass das erfüllt ist. So, und jetzt kommen wir sozusagen auf das Problem zurück. Gibt es jetzt ein zusätzliches Kriterium, das uns garantiert, dass x und y, wenn wir bereits wissen, dass es Modifikationen sind, dass wir dann schließen können, dass sie auch ununterscheidbar sind? Und diese zusätzliche Bedingung, die wir brauchen, ist die fast sichere Rechtsstetigkeit der Trajektorie. Das heißt, wir nehmen uns jetzt zwei stochastische Prozesse x und y auf diesem Wahrscheinlichkeitsraum her, mit Werten in einem metrischen Raum. Wir fordern, dass x und y Modifikationen voneinander sind und dass deren Trajektorien rechtsstetig sind. Dann folgt, dass x und y ununterscheidbar sind. Wie funktioniert jetzt in diesem Fall der Beweis? Er geht wie folgt. Also ich bezeichne erstmal mit nx und mit ny zwei messbare Mengen mit der Eigenschaft, dass deren Maß 0 ist und die so gewählt sind, dass nx das Ereignis enthält, dass der Prozess x nicht rechtsstetig ist und ny das Ereignis enthält, dass der Prozess y nicht rechtsstetig ist. Wir haben ja angenommen, sie sind fast sicher rechtsstetig, also gibt es diese Nullmenge. Das ist sozusagen, das sind jetzt hier die beiden entsprechenden messbaren Mengen. Da jetzt x und y Modifikationen voneinander sind, gibt es zu jeder rationalen Zahl r wiederum eine messbare Menge nr mit der Eigenschaft, dass deren Wahrscheinlichkeit verschwindet, sodass das Ereignis, dass die beiden Prozesse nicht übereinstimmen an diesem Zeitpunkt, in dieser messbaren Menge nr enthalten ist. Das ist im Prinzip genau die Definition von Modifikation. Was sehen wir jetzt aber hier? Dass wenn ich den Vereinigung bilde über die Mengen nx, ny und die Vereinigung über alle nr mit r aus q geschnitten und unendlich, das ist jetzt eine abzählbare Vereinigung von messbaren Mengen. Diese abzählbare Vereinigung von messbaren Mengen ist erstmal messbar, also in f. Und zudem wissen wir auch, dass deren Wahrscheinlichkeit 0 ist. Einfach durch die Sigma-Additivität. Und jetzt können wir uns sozusagen das Folgende angucken. Jetzt wählen wir uns ein t größer gleich 0 her. Und wir gucken uns an das Ereignis, dass x, t und y, t verschieden sind
auf dem Ereignis, dass die beiden Prozesse rechtsstetig sind. Was wissen wir dann? Naja gut, weil die Prozesse rechtsstetig sind, finden wir sozusagen eine Folge von Zeiten R, die von oben gegen T konvergieren. Was wir jetzt wissen, ist, dass dieses Ereignis dann enthalten sein muss in dem Ereign in der Vereinigung der Ereignisse, dass zum Zeitpunkt R die beiden Prozesse nicht übereinstimmen. Das heißt mit anderen Worten, dieses Ereignis ist enthalten in der Vereinigung über alle R, über alle rationalen R, die größer sind als T, von der Menge nr geschnitten mit dem Ereignis, dass die beiden Prozesse rechtsstetig sind. Was erhalten wir daraus? Daraus folgt dann aber, dass das Ereignis, dass die beiden Prozesse verschieden sind, enthalten ist zum einen in dem Ereignis, dass jeweils die Prozesse nicht rechtsstetig sind. Und zum anderen ist, wenn wir zusätzlichen annehmen, dass die rechtsstetig sind, dann wissen wir, haben wir gerade gezeigt, dass wir das schreiben können in dieser Form. Das heißt, insbesondere ist das enthalten in der Vereinigung über alle nr. Und jetzt haben wir aber gesehen, das ist quasi das, was hier ist, dass das ganze Ereignis jetzt in der Menge n enthalten ist. Und was hier wichtig ist, dass diese Inklusion gilt für jedes T. Was wir hier jetzt gefunden haben, ist also eine messbare Menge n mit Maß 0, sodass für jedes T das Ereignis, dass die beiden Prozesse nicht übereinstimmen, in dieser Menge enthalten ist. Das heißt, diese beiden Prozesse sind ununterscheidbar. Gut. Lassen Sie mich nochmal zusammenfassen, was wir hier heute gesehen haben. Wir haben ein paar Grundbegriffe wiederholt, nämlich den der Filtration. Wir haben gesehen, was eine rechtsstetige Filtration ist. Wir sind dann übergegangen zu dem Begriff der Stopp- und optionalen Zeit und haben uns im Anschluss deren Eigenschaften angeguckt und sind dann weitergegangen zu Prozessen, stochastischen Prozessen. Und haben uns die Frage gestellt, können wir erstmal Aussagen darüber treffen, wann die ununterscheidbar sind oder ob sie die beiden Prozessmodifikationen voneinander sind oder gleiche endlich-dimensionale Verteilung haben. Diese Begriffe werden eine Rolle spielen im Verlauf der Vorlesung, wenn es darum geht, Modifikationen von Prozessen zu konstruieren, deren Pfadeigenschaften wir a priori nicht kennen. Dazu soll es aber beim nächsten Mal weitergehen.